Die Lust der Täuschung gipfelt dieser Tage in der Kunsthalle München. Auch wer zweimal ganz genau hinsieht, muss sich bei dieser Ausstellung schon mal geschlagen geben. Sich in die Irre führen lassen ist menschlich, sich immerhin amüsiert, enttäuschen ebenso. Von der Antike bis zur virtuellen Realität. Meine Kollegin Nilva Roll hat mit aller Kraft versucht, den kunstvollen Illusionen zu widerstehen und sich schließlich einfach ergeben. Ihr Dar der Woche aus München. Kann ich meinem Auge trauen? Will ich das überhaupt? Oder gebe ich mich lieber der Illusion hin? Das lässt sich hier wunderbar herausfinden. Die Kunsthalle München widmet sich der Lust der Täuschung. Gezeigt werden Augentäuschungen von antiker Kunst bis Virtual Reality. Im echten Leben will niemand betrogen werden. Kann man da jetzt reinfassen oder ist es flach? Ja, doch, kann man. Doch die Lust an optischen Illusionen ist in der Kunst so alt wie die Menschheit. Tatsächlich ist in der Kunst sehr angenehm, betrogen zu werden. Denn wenn man wirklich kapiert, ach, das ist nur gemalt und wow, das ist wirklich unglaublich, wie realistisch das hergestellt ist, wie zum Beispiel diese fantastischen Köpfe hier hinter mir. Es sind fingierte Porträts, Selbstporträts des Künstlers Evan Penny, der in Kanada lebt. Der hat sich vorgestellt, wie er als 75-jähriger Mensch ausschauen wird. Das Größenverhältnis stimmt nicht, aber es ist so unglaublich realistisch, aus Silikonen, echte Haaren hergestellt. Jede Falte in der Haut ist zu sehen. Jeder Altersfleck. Und man versteht, es ist viel zu groß, der Körper ist abgeschnitten. Aber es ist so unglaublich realistisch, dass man gar nicht wegschauen kann. Eine berührende Meditation über Zeit, die eigene Vergänglichkeit und die Kraft der Imagination. Der junge Künstler erschafft sich selbst im Jetzt und in der Zukunft. Wegschauen, auch hier unmöglich. Trotz oder gerade wegen des Schaudereffekts. Richies Plank Experience, eine Arbeit des Kollektivs Toast VR, entführt mich in den 80. Stock. Dann heißt es raus auf die Planke. Ich weiß, es ist nur Spiel und doch fühlt es sich an wie bitterer Ernst. Was ist Wahrheit? Damit fängt es natürlich an. Und es fängt mit dem Sehen an. Also diese Ausstellung handelt über das Sehen, über die Wahrnehmung. Was sehe ich? Was glaube ich zu sehen? Und wie sind wir konditioniert zu sehen? Vor 120 Jahren reichte noch diese Filmaufnahme der Gebrüder Lumière, um das Publikum zu erschrecken. Ein einfahrender Zug. Sehgewohnheiten passen sich den technischen Möglichkeiten optischer Täuschung an. Das Auge sendet immer mehr Informationen, als das Hirn verarbeiten kann. In diesem Zwischenraum erschaffen wir unsere Realität und Künstler ihr Werk. Zu jeder lustvollen Täuschung gehört die Enttäuschung, das Erkennen der virtuos gefälschten Wirklichkeit. Das macht diese Ausstellung mit allen Sinnen erfahrbar, wundervoll, magisch. Das ist jetzt unser Pygmalion vor seiner wunderschönen Galatea, die uralte Legende vom Bildhauer, der eine Elfenbeinfigur geschnitzt hat, die er so schön fand, dass er sich in sie verliebte. Und da geht es natürlich auch um den Realismusdrang des Künstlers. Der Künstler als Schöpfer eigener Welten und Wesen. Museen hängen voller Lügen, sagte Picasso einmal. Und Kunstwerke sind Lügen, die helfen, die Wahrheit zu erkennen. Eintauchen in die jahrtausendealte Lust an der Illusion. Die Ausstellung folgt keinem chronologischen, sondern einem thematischen Faden. Eine Wohltat. Das älteste Werk, eine ägyptische Scheintür, geschaffen für eine Grabkammer 2400 vor Christus. Der fingierte Eingang ins Jenseits, virtuelle Realität vor mehr als 4000 Jahren. Und heute. Laurie Andersons Chalkroom, ein Highlight der Schau. Die Sängerin und Performerin ist eine Pionierin der Virtual Reality. Hier entführt sie mich in eine Märchenwelt der kreidegeschriebenen Worte.
traumhaft. Unglaublich. Ich bin geflogen. Ob Kino oder Kirche, Mode oder Möbel. Visuelle Täuschungen machen Ungreifbares greifbar. Im digitalen Zeitalter lassen sich nicht nur Fakten, sondern auch Bilder so manipulieren, dass kein Auge mehr Wirklichkeit von Fälschung unterscheiden kann. Fake Views werden so zu Fake News. Es ist Kunst und soll da bitte liegen bleiben. Ein fingierter Zeitungsstapel, ein täuschend echter New York Times-Artikel auf säurefreiem Papier gedruckt, haltbar für die Ewigkeit. 14 oder 400 Meter, eine Frage der Perspektive. Diese grandiose Ausstellung feiert die Lust der Täuschung. Eine aufregende, anregende Reise in die wahrhaftige Welt der Illusion. Neil Varol aus München.